like you say. Mittlerweile hat der Herbst Einzug gehalten und ich sitze immer noch hier an der Spree. Das betreibe ich eigentlich auch schon das ganze Jahr über, diese Angelei. Wir haben hier im Frühsommer angefangen und jetzt ist es mittlerweile Herbst und wir haben viele coole Fische gefangen, viele coole Stories gehabt und mussten uns hier erstmal richtig reinfummeln. Grundlegend war die Idee, dass wir hier einen Floß bauen. Wir haben hier die Möglichkeit, auf einem abgesperrten Gelände zu sitzen, wo wir unseren Bootsanleger haben und wollen uns fürs nächste Jahr ein Hausboot bauen und wollten aber die Angelei mit dem Bauen natürlich verbinden. Es war mega gut, weil wir die Stelle hier schon vom Areal her kannten, wussten, dass sich die Fische hier aufhalten, aber wie genau die ticken, von wo die Bisse kommen, konnten wir nicht sagen. Mussten uns also wieder reinfummeln hier und haben auch einige Wochen gebraucht, um das zu checken, wo die Fische hierher kommen und wie sie am besten beißen. Nachdem wir den ersten Fischer leider nicht bekommen haben, der kurz vorm Kescher ausgestiegen ist, ja, hatten wir beim zweiten mehr Glück. Steven mit vollem Körpereinsatz, ein bisschen nass geworden dabei. Und der erste Fisch auf der Matte fürs Wochenende. Wir sind optimistisch, läuft richtig gut an. So kann es weitergehen. So, der nächste im Bunde kam auf meiner Route. Wir haben es jetzt 5.30 Uhr und da wird man halt relativ unsanft mit einem Dauerton geweckt. Der ist halt richtig abgeballert, der Kollege, richtig Bock gehabt. Ja. Fisch Nummer 2. Ja, das Angeln hier ist eigentlich ziemlich einfach.
Wir kommen mit unserem Auto hier ran, können unsere Zelte relativ schnell aufbauen, unsere Liegen reinmachen. Das geht alles unter 20 Minuten. Die Routen liegen eigentlich spätestens eine halbe Stunde, nachdem wir hier angekommen sind. Ein bisschen Futter drauf, dann kann eigentlich schon der Abend ausklingen. Ein bisschen was essen, ein bisschen chillen, vielleicht noch ein bisschen arbeiten und dann geht es auch eigentlich schon in die Falle. Unsere Nächte sind halt auch relativ kurz. Wir sind meistens nie vor 19 Uhr hier und reisen auch schon um 7 wieder ab. Das heißt, um 6.30 Uhr klingelt der Wecker, alles zusammenpacken, alles ins Auto, schnell nach Hause, ein bisschen frisch machen und dann geht es auch schon wieder arbeiten. Wir haben dieses Jahr nichts anderes gemacht. Wir haben keinen See gesehen, keine anderen Angler. Wir haben nur diesen Fluss hier und haben hier so oft gesessen, wie es ging, 2 bis 3 Mal die Woche, wenn wir richtig, richtig Muße hatten, auch 3 bis 4 Mal die Woche. Und wir haben halt die Phasen genutzt, wo die Fische da waren, denn das ist hier das A und O. Sagt immer, einer ist keiner. Für uns trifft der Fall nicht zu. Wir müssen uns echt über jeden Fisch freuen. Und deswegen freuen wir uns auch über diesen kleinen Besuch hier. Eine halbe Stunde bevor wir einpacken. Nochmal ein willkommener kleiner Gast. Vielleicht kommt noch einer. Ja, anfangs konnten wir uns gar keinen Reim darauf machen, wie wir hier fischen sollen. Also wir haben natürlich hier Flachwasserbereiche mit überstehenden Bäumen, die sehr, sehr geil aussahen. Seerosenfelder, die auch direkt am Flachwasserbereich angrenzen. Da haben wir natürlich erstmal die ersten Routen reingelegt, auch Futter draufgepackt. Relativ attraktives Futter, was super arbeitet, super schnell arbeitet, gesoakt, gemacht, getan. Brachte aber am Anfang gar nicht so den Erfolg. Das Einzige, was wir darauf bekommen haben, waren echt viele Brassen. Wir mussten uns dann umstellen, haben dann das Futter ein bisschen weiter verstreut und haben dann auch nochmal 2 Ruten direkt in die Rinne gelegt und 2 Ruten flach liegen lassen. Ja, das war quasi das Erfolgsrezept. In der Rinne liefen die Fische und dort hatten wir halt auch kontinuierlich Bisse. Wir konnten also innerhalb von 2 Nächte 8 Fische fangen, hatten Doppelläufe dabei, hatten auch ein paar Beifänge dabei, ein großer Wels war drunter dabei, aber die Brassen hatten gar keinen Bock mehr. Wir haben also das Futter richtig schön weit gestreut, sodass die Brassen gar keinen Bock haben zu selektieren und eigentlich fast nur auch die Karpfen damit angesprochen. Yeah. Whenever you rap, it's embarrassing. I blow through the shit like a terrorist. I'm puffing and drinks on the terraces. Tonight I'll be up in the arrogant. And now I like making appearances. She loving the fact I'm American. They tell me that I need a therapist. And lately I've been acting arrogant. Whenever you rap, it's embarrassing. I blow through the shit like a terrorist. I'm puffing and drinks on the terraces. Tonight I'll be up in the arrogant. And now I like making appearances. She loving the fact I'm American. They tell me that I need a therapist. And lately I've been acting arrogant. Doing it my way, but you flipping triple digits on the highway. We could probably take it back to my place, and I'll show you what it's like to live on. Franz sitzt die Nacht alleine am Wasser. Er hat sich irgendwie spontan hat sich das so ein bisschen ergeben bei ihm, dass er heute ein bisschen Zeit hatte. Ich konnte heute leider nicht raus. Ein paar Sachen gemacht, habe bis eben noch ein bisschen gearbeitet und ja, wollte mich eigentlich auch gerade so ein bisschen aufs Ohr legen, ein bisschen pennen, ein bisschen früher schlafen gehen mal. Ja, dann hat Franz mir gerade eine WhatsApp geschickt und hat gesagt, er hat einen schönen Schuppi drin. Also fahren wir rum, besuchen ihn mal und gehen den Fisch fotografieren. Try to tell me that I never listen. Always been a type to make my own decisions. Never been a type to live in fear. Now I'm making money from my intuition like damn. Better know when I'm in. I'm coming through hot and I know when I land. I'm getting more known from the old to Japan. Nachdem letzte Nacht kein Fisch kam, hat sich heute ganz, ganz spontan ein Zeitfenster ergeben.
Ja, ich war erst 8:30 am Wasser, auch mal allein unterwegs. Steven war anderweitig beschäftigt, ja, Ruten lagen vielleicht eine Stunde. Ja, und dann lief hier echt ein richtig schöner, guter Fisch ab. Ja, Steven lag dann irgendwann schon im Bett, ja, ist aber noch schnell vorbeigekommen. Wenn wir mal kleine Aufnahmen machen können von dem Schmuckstück hier. Ja, richtig schöner Flussschubi, ordentlich gekämpft. Ja, hat sich jetzt schon gelohnt, noch rauszufahren. Er schläft mir besonders gut, denke ich, heute. Whenever you rap, it's embarrassing. I blow through the shit like a terrorist. I'm puffing and Jace on the terraces. Tonight I'll be up in the air again. Wir fischen hier Lauf auf Lauf, einfach aus dem Grund, wir sind hier zu zweit, wir füttern hier zu zweit. Dieser ganze Aufwand teilt sich immer durch zwei. Und wir wollen natürlich, dass beide maximal glücklich aus dieser Nummer hier rausgehen, deswegen fischen wir Lauf auf Lauf. Wir können gar nicht sagen, welche Route jetzt mehr lief, es liefen alle mal. Mal liefen zwei Wochen die linken Routen ein bisschen besser, die tiefer abgelegt waren, oder die rechten Routen, die ein bisschen flacher abgelegt waren. Deswegen haben wir uns entschieden, einfach Lauf auf Lauf zu fischen. So kriegt jeder seinen Fisch und jeder seine Fotos und jeder seinen Erfolg auch. Und große Fische über 15 Kilo haben wir uns einfach geteilt, haben wir uns einfach beide fotografiert und den Erfolg halt einfach geteilt. Schuppis, die wir hier haben. Heute mal ein Spiegel und gar nicht so ein schlechter. Und wahrscheinlich auch ein alter Bekannter. Den haben wir nämlich schon mal gefangen, ein paar Kilometer flussabwärts. Das Maul erkennt man natürlich sofort wieder. Ja, schöner Fisch. Die letzten Nächte haben wir echt zu tun gehabt mit vielen kleinen Fischen. Wir haben zwar eine hohe Taktung gehabt, aber alles relativ lütte Fische. Und heute ist einer eingestiegen. Also Franz muss um 6 hoch und drei Viertel hat ja hier gebissen. Als wir den Kescher hatten, sind wir mal dezent im Wasser ausgeflippt. Gebt euch den. Oh ja. Yes. Richtiger Ochse. Richtig gut. Mega geil. Wir fischen hier Lauf auf Lauf, aber den Fisch schreiben wir uns schön beide auf die Karte. Gold walls that I built for you just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh. Gold walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't. No, I didn't see it coming. Ja, gerade noch den Dicken fotografiert.
Und dann läuft die zweite Route von Franz los. Auch echt mega schöner Fisch. Krankes Vorhaben, was wir haben. Läuft übertrieben gut. Konnte keiner wissen. Jetzt wird es aber eng. Ja, völlig verrückt. Arbeit ruft aber langsam. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Aber die beiden müssen wir uns euch einfach noch zeigen. Krass. Was eine geile. Völlig verrückt. Mega. Fische, wie sie unterschiedlicher eigentlich gar nicht sein können, ne? Können wir sagen, hatten wir echt Wochen dabei, die waren mega anstrengend. Dreimal die Woche aufzustehen und komplett fertig zu sein und zur Arbeit zu müssen, ist halt schon nicht, manchmal nicht so geil. Aber grundlegend hat uns die Angelei auch sehr, sehr zufrieden gemacht. Wir haben viele Fische gefangen. Wir haben, glaube ich, geblickt, wie die Stelle hier funktioniert, wie die Fische ziehen, wie man hier rangehen muss, dass man nicht enttäuscht sein muss, auch mal 2-3 Wochen nicht zu fangen, weil die Phase, wo die Fische wieder hier sind, wo du mehrere Fische die Nacht fängst und auch gute Fische fängst, die kommen wieder, hundertprozentig. Damit ist die Angelei eigentlich sehr, sehr produktiv, wenn man dranbleibt und sich nicht demotivieren lässt. Ja, im Sommer lief es schon richtig gut bei uns an der Spree, doch im Herbst bekommen wir... Mann, warum bekommen? Ja, im Sommer lief es schon richtig gut bei uns an der Spree, doch im Herbst kommen bekanntlich die Dicken. Und davon ist uns nochmal eine eingestiegen zum Schluss. Und den zeigen wir euch nochmal. Wir sind komplett drüber, mega Fisch. Auf den haben wir lange gewartet.